Ja, eng, enger Autobahnbaustelle. Sie alle kennen es. Man muss runterbremsen auf 100, dann auf 80, manchmal noch auf 60 und dann werden die Fahrstreifen gelb und man versucht noch irgendwie die Spur zu halten. Denn Platz ist da nicht mehr viel. Wenn dann noch der Gegenverkehr ohne Leitplanke an einem vorbeirauscht, wird's richtig riskant und endet oft in einem Unfall und dann auch tragisch wie gestern auf der A7 in Nordbayern. Sie waren mit dem Wohnmobil unterwegs auf der A7 in Richtung Süden. Ein französisches Ehepaar. Dann gegen 19.30 Uhr in einem Baustellenbereich bei Uffenheim, Langensteinbach, passiert es. Das Wohnmobil gerät in den Gegenverkehr. Sie verlieren die Kontrolle und krachen frontal in dieses Auto. Für den Opel Corsa-Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Der 21-jährige Fahrer des Kleinwagens war leider sofort tot. Die beiden Insassen des Wohnmobils wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Eine Frau wurde ins Krankenhaus geflogen durch einen Rettungshubschrauber. Die Baustelle ist eng. Nur eine gelbe Markierung und kleine Warnbarken trennen die rechte von der linken Fahrbahn. Für den Corsa-Fahrer gibt es keine Ausweichmöglichkeit. Er wird mit solcher Wucht von dem Caravan erfasst, dass sich die beiden Fahrzeuge ineinander verkeilen. 80 Meter schiebt das Wohnmobil den Kleinwagen vor sich her, bis die beiden Wracks an der äußeren Betonwand endlich zum Stehen kommen. Der Anblick dieses Unfalls für die anderen Autofahrer ein Schock. Das war ja 30 Meter vor mir. Und der sitzt halt einen noch ziemlich in den Knochen. Und wie man auch gesehen hat, der Fahrer vom Opel Corsa, der nichts dafür konnte, war jetzt relativ jung. Und dann, das nimmt uns halt dementsprechend auch noch mehr mit, wenn wir den jetzt so gesehen haben. War schon ziemlich eine Extremsituation. Stundenlang ist daraufhin die A7 in beide Richtungen komplett gesperrt. Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung sind zur Verstärkung notwendig. Sie helfen bei den aufwendigen Bergungsarbeiten. Da sind die notwendigen Vermessungen erforderlich und die Reinigung der Fahrbahn, sodass es noch einige Zeit dauern wird, bis die Autobahn wieder freigegeben werden kann. Noch weiß die Polizei nicht, warum das Wohnmobil so plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen einen Gutachter angefordert. Er soll nun klären, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.